Die Befragung von 20 kommunenähnlich zusammenlebenden Rockern ergab folgende Resultate. 50% ihrer Eltern sind verheiratet, 25% leben getrennt oder sind geschieden und bei 25% der Befragten ist ein Elternteil verstorben. Die Ehe der Eltern wird in 8 Fällen als gut, in den übrigen 12 Fällen als mittelmäßig bis schlecht charakterisiert. 75% der Rocker meinen, dass sich ihre Eltern zu wichtig nehmen, für ihr Verhalten aber nichts können. Hast du keine Angst, unter so vielen Männern zu sein? Nein, also unter denen ganz bestimmt nicht. Also unter denen fühle ich mich wohl, aber unter den Spiessen fühle ich mich nicht wohl. Da muss man sich geben, wie man eigentlich nicht ist. Man muss anständig ansitzen, wenn man leben will, bequem ansitzen. Und darum ist es mir da viel wohler. Ich kann mich geben, wie ich bin. Das kann ich in den Spiessenkreisen nicht. Und du schaffst jetzt? Hast du einen Beruf? Ja, ich habe einen Beruf, aber ich arbeite nicht. Warum arbeitest du nicht? Ja, mir ekelt das auch jeden Morgen immer zur gleichen Zeit. Anfangen zu arbeiten, Mittagspause, zu Abend, vier Abend, wie ein Roboter, oder? Die meisten Orten muss man noch stempeln. Dass jeder sagt, ja, er war da gewesen, oder? Jetzt muss ich immer schön das Stempelkarte einbauen. Man ist eigentlich nur noch eine Nummer. Der Chef kennt einem nicht. Er weiss, ja, der hat Stempelkarte, dann muss ich gar nicht schauen, ob er da ist, oder? Warum bist du von zu Hause weg? Nein, ich bin schon lange von zu Hause weg. Alter. Aus was für einem Grund? Ja, ich habe... Erstens habe ich den Vater früh verloren. Dann hatte ich einmal Lampen mit der Mutter gehabt, oder? Dann haben sie mich einmal weggetan, oder? Ich bin in die Stiftung. Dann hat es mir einfach nicht gepasst, oder, was die anderen gemacht haben. Ich habe mich nicht wohl gefühlt. Und zweitens bin ich immer versäckelt worden. Ist denn Bandi für dich ein Familienersatz? Ja, ganz sicher. Und der Dino auch ein Vaterersatz? Ja, sicher. Was für Sex habt ihr im Speziellen? Ja, bei uns gilt in erster Linie Kameradschaft, im Gegensatz zu der Gesellschaft, wo zuerst mal das Geld eine Rolle spielt und die Machtstellung. Oder in den Arbeiterkreisen, der am meisten Kraft hat. Oder bei uns kommt zuerst nicht der Stärkste und nicht der Reichste, sondern der beste Kamerad. Johnny. Wie stehst du der Gewalt gegenüber? Ich bin eigentlich nicht für Gewalt, aber die Gewalt wollen, die können es haben. Oder? Und die haben es meistens verdient, wenn sie Gewalt wollen haben. Wie merkst denn du, dass jemand Gewalt will? Ja, eben alles. Wie auch gesagt, wenn sie meine Freundin antöpelt oder eine faule Bemerkung machen. Piccolo, wie stehst du zu dem Mädchen? Ja, gut, ich habe meine Freundin, oder? Ich meine, wenn ich natürlich zwischen dir wieder mal eine kann haben, dann habe ich sie, oder? Möpsi, wie lange bist du schon dabei? Ja, ich bin noch nicht lange dabei. Ich bin jetzt erst etwa eine Woche da dabei. Aus was für einem Grund bist du dazugekommen? Ja, ich wollte eigentlich immer schon dazugehen, weil die Leute haben mich sehr imponiert. Ich konnte aber nicht, können, weil ich zu Hause noch war. Was hat dir imponiert? Ja, die Art, die ganze Art und so. Ich habe eigentlich die Spiessengesellschaft auch abgelehnt. Und was sagen deine Eltern dazu? Wissen sie davon, dass du da bist? Ja, meine Mutter hat mich rausgerührt wegen dem. Und sie hat mir gesagt, ich müsse nie mehr heimkommen, wenn ich weiter bei diesen Leuten bleibe. Mein Vater hat mir gegeben. Aber wenn wir in der Stadt am Samstag, Sonntag ein Fest machen in einer Beiz, dann gibt es dort sicher eine Schlägerei. Weil der Schweizer Bürger der kann auch nicht fressen, dass nicht alle gleich angelegt sind wie er. Nachher, wenn es dem meist gibt, nachher heisst es, ja, typisch, die haben den Streit gesucht. Wir können es nicht recht machen. Wahrscheinlich müssen wir auf den Mond fest. Und nachher maulen wahrscheinlich die Amerikaner noch. Hm. Schlechte Familienverhältnisse haben 55% der Befragten veranlasst, das Elternhaus im Durchschnittsalter von 16 Jahren zu verlassen. Direkt zur Bande sind 35% gestoßen. Die anderen 65% haben versucht, sich erst eine eigene Existenz aufzubauen. Wobei zu beachten ist, dass 40% der Jugendlichen keinen Beruf erlernt haben, sondern Gelegenheitsarbeiten verrichten. Ich heiße Nelda Enes, bin im Wohnwagen auf dem Hardaplatz Zürich aufgewachsen. Ich bin 18,5 Jahre alt. Als ich 12 war, haben sich die Eltern scheiden lassen. Dann bin ich und meine zwei Geschwister in ein Heim gekommen. Mit 14,5 bin ich rausgekommen. Und dann habe ich meine Verlausten kennengelernt, Longstar.
Mit 15,5 hat sich das Jugendamt eingeschaltet und hat gesagt, es geht nicht. Ich bin in eine Winde gekommen, dann bin ich in die nächste Winde gekommen. Ich bin dann immer ab. Ich bin auch ins nächste Erziehungsheim gekommen, ich bin ab. Ich bin sogar in ein katholisches Kloster gekommen. Dort allerdings nach 4 Monaten haben sie mich rauslassen ins nächste Heim, weil ich reformiert bin. Als ich 18 war, bin ich eigentlich ganz frei geworden. Kaum bin ich frei gewesen, haben sie mich wieder geholt und hat mich in eine Arbeitserziehungsanstalt da. Das ist, ich habe nicht gearbeitet. Und dort war ich 3,5 Monate und dort war es also schwierig gewesen. Zum Beispiel haben sie uns ausgeteilt, Huren, Drecksäu und so. Den anderen Namen haben wir gar nicht gekannt. Wir mussten am Morgen um 6 Uhr aufstehen. Und bis um 12 Uhr Mittag, dann haben wir gegessen. Im Viertel ab 1 haben wir wieder angefangen. Bis um 6 Uhr dann haben wir gegessen. Um 7 Uhr mussten wir schon ins Bett. Rauchen haben wir nicht dürfen. Und noch die gute Hälfte haben wir auch nicht dürfen anschauen. Am Sonntag haben wir den Radio los, am Nachmittag. Das war der Bauernkalender. Das war alles. Ich bin mindestens etwa 30 Mal ab. Ich bin meistens auf Zürich und habe geschaut, dass ich mit der Verlaste in Verbindung gekommen bin. Aber ich bin nie zum Beispiel in das Lokal, wo alle zusammen drin waren, weil ich wusste, dass dort sofort zu mir kommt. Schauen. Ich habe es einfach gezogen zu denen. Der von meinen Eltern war schaurig schlecht. Mein Vater war die Hälfte der Zeit im Varieté, im Zirkus. Meine Mutter war immer auf der Bühne, sie ist Sängerin. Ich habe noch einen grossen Stiefbruder, das ist ein Spiesser, der hat Schuhe geschafft. Und ich habe einen kleinen Bruder, der war immer in den Winden. Der war erst 17 und war 8 Jahre im Ganzen in den Winden. Meine kleine Schwester ist 14 und ist jetzt noch in den Winden, seit sie klein ist eigentlich. Mein Freund hat 22 Monate Winden bekommen. Ich kann ihn besuchen und schreiben, wenn ich darf. Ja, ich würde ihm vor allen Dingen gut zureden, dass er nicht abgeht. Oder? Sonst sperren sie ihn noch länger ein. Wir sind machtlos gegen die. Oder? Wir können gegen die nichts machen, die wir eingesperrt haben. 95% der Befragten glauben nicht an Gott, dafür aber an die Bande, die in der Meinung von 70% der Befragten bis in alle Ewigkeit weiter bestehen wird. Auf die Frage nach den persönlichen Interessen ergibt sich nach der Häufigkeit der Nennungen die Rangfolge Bande 95%, TÖV 85%, Mädchen oder Burschen 70%, der Gesellschaft eins auswischen 65%, Schlägereien 40%. Der Beruf als persönliches Interessengebiet wurde kein einziges Mal erwähnt. Mein Name ist, der bürgerliche Name ist Blumer Peter, Rufname Ringo. Ich bin jetzt 18, also März 19. Bei den Pfingsten 1968 bin ich zu der Lohnstache gekommen. Aufgewachsen bin ich bei den Eltern zuhause. Bin ich zuerst auf Amerschwil in die Schule. Im ersten halben Jahr hat mich die Schule so angeschissen, so grauenhaft. Also ich habe der Mutter gesagt, ich mache das nicht mehr mit. Oder? Danach hat sie es auf einmal begriffen, dass das nichts ist für mich. Oder? Wir haben anstatt Rechnen und Geometrie haben wir Sternenkunde und Wetterkunde und solche Blödsinn. Oder das hat mich so angeschissen. Ich bin einfach nie mitgekommen, oder? Weil mich der ganze Bruch hat mich nicht interessiert. Hast du einen Beruf gelernt? Nein, bis jetzt nicht, aber wird sehr wahrscheinlich wird ja keine lehren. Oder? Weil mich an Stiften angefangen habe wieder aufgehört, weil mich das angeschissen hat, jetzt ewig geheißen Haar abschneiden. Und so, das Theater, das hat mir nicht gepasst und dann bin ich wieder rausgezogen. Ja, ich gehe jetzt reinlegen und arbeite so viel, wie ich brauche zum Leben. Einfach, dass ich kann essen am Morgen, zum Mittag und zur Nacht. Oder? Ich kann etwas trinken zwischen dir. Und jetzt natürlich auch für den TÜV. Reisenlegen gehe ich sehe schon nicht mehr so lange, weil die Zeit ist jetzt im Wald vorbei. Es kommt in den Winter, es schneit und das Theater. Da mache ich mehr Hinterste, als dass ich Geld verdiene. Ich arbeite nicht gerne, aber ich arbeite einfach eben für das Existenzminimum. Oder? Ich habe noch nie einen Strick auf dem Bau. Vor allem mit meinen Kollegen, die mit mir zusammen arbeiten. Noch nie. Nie Streit. Ja, einen ist jetzt ziemlich auch so ein Typ wie ich, hat lange Haare. Oder? Aber mit dem kommt es rund raus. Und auch mit dem Chef brüllt mich nie an, oder, wenn ich ein Zeichen mache. Oder? Da habe ich schon viel erlebt, dass mich einfach anbrüllt. Schon wegen der Haare, weil ich lange Haare habe. Oder so.
Ich lasse mich nicht anbrüllen. Es scheisst mich an, wenn mich einen anbrüllt, dann kann ich überhaupt nicht mehr arbeiten, dann ist fertig. Aber vorläufig denke ich gar nicht daran, weiter zu denken, als was morgen oder übermorgen kommt. Hast du eine Freundin? Ja, feste nicht, nein. Aber möchtest du eine haben? Ja, nicht unbedingt, weil ich hatte letzte Zeit dann nicht mal eine gehabt und die hat mich nach zwei Wochen hat die mich angeschissen. Die hat einfach so ein kindisches Tun gehabt. Und vorläufig hat die also keine feste Freundin mehr. Dass die wichtigsten Probleme auch in Zukunft nur mit Gewalt zu lösen sein werden, hält die Hälfte der Befragten für richtig. Dagegen glauben 70%, dass sie sich auf die Dauer der Gesellschaft anzupassen hätten. 30% sind der Auffassung, dass sich die Gesellschaft nach ihnen richten werde. 70% wollen einmal eine eigene Familie gründen. Den anderen 30% bedeutet die Bande Familienersatz. Der bürgerliche Ehering wird als Spießersymbol grundsätzlich abgelehnt. Aufgewachsen bin ich zu Klosters. Von einer kinderreichen Familie, bin der Jüngste. Ich habe 4 Geschwister, einen Bruder, 3 Schwestern. Alle geheiratet. Ich bin der Einzige, der noch ledig ist. Ich habe 6 Jahre Primarschule, 3 Jahre Sekundarschule gemacht. Dann bin ich in die Lehre, habe Heizungsmonteur gelernt, Abschlussprüfung gemacht. Im 64 gibt es Davos. Bin ab aus diesen Gründen daheim nicht rausgekommen. Haben mir alles angeschissen, das eintönige Bergleben. Bin in die Stadt gekommen. Also 2 oder 3 Orte habe ich versucht, 3-4 Monate geblieben, bis mich verjagt hat. Dann bin ich in die Kiste gekommen. Wegen unvollendeter Notzucht. Mich haben sie verurteilt zu 14 Monaten, oder? Sie haben einfach gemacht, bumm, 14 Monate, bang, versenkt. Da habe ich die 14 Monate Regensdorf geklopft. Und mit dem Gedanken bin ich aus dem Zuchthaus rausgekommen. Ich will es der Menschheit zurückzahlen, oder? Jetzt bin ich etwa 9 Monate, habe ich jetzt Platten geschoben, oder? Von aussen da. Die Tina gesagt, los Ende, machst dich kaputt, kannst zu uns kommen, Bandi. Maschine gehört zu mir. Wenn ich eine habe, kommt also zuerst die Maschine, dann kommt unsere Stühle oder Liegestühle, unsere Frauen. Das wird in erster Linie wird der TÜV bei mir vorhanden. Der TÜV würde mich wirklich mehr befriedigen als eine Frau. Deutlich. Ich werde mich einfach in der Straße so benennen, dass sie das Volk richtig auflehnt. Ich werde 2 richtige Auspuffe montieren. Dass er richtig verreckt knattert, das Salz verreist. Für mich ist in der Straße immer grün. Je mehr als wir sind, wird die Straße für uns beherrscht. Wer nicht verreist, wird einfach umgerasselt. Ja. Also ich habe auch schon auf die Schnur gekriegt, aber schon recht ausgeteilt. Ja. Klar, Einsteckungsvermögen muss natürlich auch haben. Das ist ja mal ganz logisch. Wenn ich jetzt mit 3-4 Kollegen ins Dorf gehe oder so, kommen die Spunten rein. Kriege Lampe mit einem, kommt doch der ganze Spunt. Entweder kannst du noch verreisen oder dann stellst du das Männchen, oder? So viel aus, du rumlaufst. Du musst bewusst sein, dass die dich anziehen und das ist ja eigentlich der Zweck, oder? Sonst hätte ich ja gar keine Reiberie, wenn ich Big Fine reinkomme, oder? Da kann ich ja wirklich kein Meister zurückzahlen. Wo ich das Gefühl habe, bang. Aber du wolltest nicht gerade wieder? Nein, ich mache einfach Spitalreif. Ich weiss, wenn ich hören muss. Ja. Das kann ja mal passieren, dass ein Küngel umgeht. Das musst du natürlich ankaufen. Dann hast du einfach Pech gehabt.